IDM-Finale auf dem Hockenheimring. Was viele noch immer nicht glauben wollen, auch Formel-1-Legende Michael Schumacher ist mit am Start. In bereits 4 Rennen bewies der 7-malige Formel-1-Weltmeister, dass er nicht nur auf 4, sondern auch auf 2 Rädern verdammt schnell ist. Bei der stärksten Klasse der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft, den Superbikes, fährt Schumacher als Gaststarter für das Team Holzhauer. Doch wer ihn kennt, weiß, dass Schumacher jedes Rennen mit 100% Ehrgeiz und voll am Limit angeht. Dass er an den Grenzen seiner Möglichkeiten fährt, belegen mehrere Stürze bei den vergangenen Rennläufen. Mit vollem Engagement gelingt es ihm nicht selten, mehr als das halbe Feld der Profifahrer hinter sich zu lassen und erntet so nicht nur von den Fans, sondern auch von Spitzenfahrer Martin Bauer lobende Worte. Der Junge ist nicht nur im Auto schnell, sondern auch auf dem Motorrad tierisch fix unterwegs. Und das nach einer sehr kurzen Zeit. Er fährt erst seit einem Jahr Motorrad, kann man sagen. Und das ist schon sehr beachtlich, was der Mann jetzt da mittlerweile schon drauf zeigt. Also er hat meinen größten Respekt. Ich finde es toll. Eigentlich muss er gar nichts erreichen. Er muss niemandem was zeigen. Jeder weiß es. Er war der Beste auf 4 Rädern. Und das, was er hier macht, ist Spaß, ist Fun für ihn. Und je weiter er natürlich nach vorne fahren kann, umso mehr baut ihn das auf und so mehr freut er sich und ich mich natürlich auch. Doch um den Meistertitel fahren dieses Jahr andere. Der 33-jährige Österreicher Martin Bauer, Teamkollege von Schumacher, steht mit 17 Punkten vor dem Rennwochenende an der Spitze. Der Honda-Fahrer und Titelverteidiger mit der 1 auf dem Motorrad hat damit beste Chancen auf den Titel. Mag vielleicht von außen härter ausschauen, als was es in Wirklichkeit ist. Also Druck ist natürlich da, aber da wir schon mal den Titel gewonnen haben, ist es jetzt nicht mehr so extrem, der Wunsch da jetzt unbedingt den Titel zu kriegen. Klar möchte man das, weil man ist das ganze Jahr hier, das Team arbeitet sehr, sehr hart dran. Aber wenn es einmal nicht klappen sollte, kann man sich auch nicht gleich ins Knie schießen. Aber wir arbeiten trotzdem weiter und ich denke, es sieht ganz gut aus für morgen. War eine der besten Saisonen, die wir je bestritten haben und auch einer der härtesten, muss man zugeben, weil der Jörg, der härteste Konkurrent, sehr, sehr schnell unterwegs war, auch ein tolles Paket zur Verfügung hatte und deswegen immer an uns hinten dran war. Und deswegen konnten wir uns nie ausruhen, mussten immer hart weiterarbeiten. Ja, und ich denke, falls wir das schaffen im Titel dieses Jahr wieder, war das der härteste Titel, den wir je erkämpft haben. Einzig und allein Jörg Teuchert mit der Nummer 11 vom Team Yamaha Motor Deutschland kann auch an Bauer vorbeiziehen. Teuchert hat vor dem Lauf am Hockenheimring den Vizetitel schon sicher. So kann und muss der 38-Jährige aus Hersbruck volles Risiko gehen, um seinen Titeltraum in Erfüllung gehen zu lassen. Die Titelchancen sind natürlich intakt. 17 Punkte ist durchaus möglich. Es hängt letztendlich davon ab, wie stark ist Martin Bauer morgen im Rennen hier, wie wird das Wetter morgen sein. Das ist natürlich alles noch ein bisschen unbekannt, aber wir werden unser Bestes geben natürlich. Auch die in Mannheim lebende Nina Prinz hat ihre Ziele hochgesteckt. Ich hoffe, dass ich unter die Top 10 komme. Mal gucken. Die 25-jährige Teamkollegin von Teuchert tritt als einzige Frau unter den knapp 40 Fahrern an den Start. Da machen sich, glaube ich, relativ viele Leute den Kopf drüber. Am wenigsten mache ich mir da einen Kopf drüber. Ich bin so mehr oder weniger eigentlich reingewachsen. Also wie gesagt, ich mache mir da keinen Kopf drüber. Ich habe mich da schon ziemlich etabliert und passt schon. Prinz wurde 2007 im Superstock auf Ducati Europameisterin der Frauen und ist seit 14 Jahren mit dem Motorsport verbunden. Ich habe mit 11 Jahren angefangen. Ich habe mit so kleinen Pocketbikes angefangen. Da fängt man so auf Parkplätzen, auf so ganz normalen abgesteckten Parkplätzen, fängt man da so ein bisschen an, Motorrad zu fahren. Da habe ich 5 Jahre gemacht und dann bin ich Junior Cup gefahren und jetzt die 4-Takter. Sowohl Prinz wie auch Bauer kommen mit dem kleinen Kurs der badischen Rennstrecke hervorragend zurecht. Bauer gelang es hier vor einem Jahr, die höchste Stufe des Siegertreppchens zu ersteigen. Ich bin sehr, sehr gern hier. Das Motodrom und so, das lässt ja alles sehr, sehr schön fahren mit unserem Motorrad. Die Kulisse ist toll, es sind immer sehr viele Zuschauer. Ja, ich muss sagen, gefällt mir gut die Strecke und ist natürlich zusätzlich auch noch eine Motivation. Ja, im Prinzip ist es ein Heimrennen. Viele Bekannte sind natürlich auch hier. Und Hockenheim mag ich sowieso ganz gerne, deswegen schon ziemlich mein Heimlauf, ja. Die Fans und die zahlreich vertretenen fachkundigen Besucher erwartet hier nun die Krönung einer Saison, wie sie spannender nicht sein könnte. Die IDM
präsentiert sich gewohnt besucherfreundlich. Das kommt bestens bei den rennsportbegeisterten Besuchern an und lockt auch ehemalige IDM-Fahrer an den Ring. Ja, ich bin hier selber Rennen gefahren, 15 Jahre lang Weltmeisterschaft und Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft. Und ich möchte einfach meine Fans mal oder meine Kollegen mal wieder Hallo sagen und einfach mal gucken, wie sich alles so weiterentwickelt hat. Und mir fehlt es doch noch ein bisschen meine Rennfahrerei. Es war eine schöne Zeit und deswegen hat man die Sehnsucht, hierher zu kommen. Also ich bin früher selber an die IDM gefahren und wegen dem interessiert mich das immer wieder, was heutzutage sich verändert hat. Und es ist eben eine schöne Veranstaltung. Der Motorsport fasziniert mich halt, der Geruch von der Abgase und so weiter, das gefällt mir schon. Und jetzt halt die Rennen, bin ich auch mal gespannt drauf, wie das geht. Seit der Wagenrennen interessiert mich, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das schauen wir jetzt mal alles an, ja. Wer Meister wird, steht für einige Experten schon fest. Ich denke Bauer, weil gegen Bauer bin ich auch schon oft gefahren und Bauer hat eine gute Taktik drauf und er hat bis zum Schluss noch die beste Kondition und da schätze ich den Täuscher ein bisschen schlechter ein. Also ich drücke den Daumen natürlich für den Martin Bauer, dass er es gewinnt, weil ich einfach ein Fan von ihm bin. Er fährt sensationell Motorrad. Ich war irgendwann mal hier beim Testen und habe ihn ganz genau beobachtet. Also es sieht einfach super aus und ich drücke ihm die Daumen. Und natürlich, dass Michael heil durchkommt. Doch das erste Zeittraining geht im Regen und auf nasser Strecke unter. So steht am Ende des ersten Qualifyings Michael Schumacher, in der Formel 1 einst als Regenmeister gefeiert, sogar vor seinem Teamkollegen Bauer auf Platz 7. Mit dem zweiten Zeittraining ordnet sich das Feld. Auf trockener Strecke verbessern alle Fahrer ihre Zeit für die Startaufstellung. Martin Bauer hält dem Druck stand und pilotiert seine Honda zielsicher auf den ersten Platz. Im zweiten Zeittraining waren die Bedingungen deutlich besser, es war alles trocken. Wir haben dann alles gegeben, ja, und es ist ja ausgegangen für die Pole Position heute. Jörg Teuchert folgt auf Startplatz 2 mit 2 Zehntel Rückstand. Ja, Qualifying war sehr gut, zweite Training war trocken und ich hatte ein kleines technisches Problem. Wir hatten ein bisschen zu kämpfen mit Ölverlust, aber mein Team konnte das relativ schnell beheben und dann konnte ich nach 10 Minuten wieder raus und konnte das Programm normal abspulen. Und ja, ich bin Zweiter, knapp hinter Martin Bauer. Ja, es war nicht so die ganz perfekte Runde, aber ich bin zufrieden. Zweiter Startplatz, erste Reihe, das war das Ziel, das haben wir erreicht. Und alles Weitere sehen wir dann morgen im Rennen. Nina Prinz gelingt mit Rang 6 ihre bislang beste Startplatzierung. Michael Schumacher landet mit 2 Sekunden Rückstand auf Bauer auf einem für ihn guten 19. Startplatz. Der folgende Rennsonntag bietet mit insgesamt 6 Finalläufen jede Menge Motorsport vom Feinsten. Darunter die 2 letzten Rennen der Saison bei den Superbikes. Bauer und Teuchert müssen hier noch einmal alles geben und volles Risiko gehen. Doch mit einem Sturz kann sich der Teufelsritt auf den PS geschossen um den Superbike-Titel in jeder Kurve entscheiden. Vom Start weg setzt sich Martin Bauer hier vorne rechts an die Spitze des Feldes und fährt in Bauertaktik sauber bis ans Ende des Rennens durch. Ja, also es war, sage ich mal, sehr komfortabel. Bin vom Start gut weggekommen, konnte mich gleich an die Spitze des Feldes setzen und habe versucht, einen kleinen Vorsprung herauszufahren in den ersten Runden, was auch gut funktioniert hat. Diesen Vorsprung habe ich versucht dann zu kontrollieren und es hat gut funktioniert bis ins Ziel und ja, war ein gutes Rennen. Dahinter kann Jörg Teucher die Geschwindigkeit nicht mitgehen und erreicht das Ziel mit knapp 2 Sekunden Rückstand als Zweiter. Ja, das Rennen war eigentlich ganz gut. Leider war Martin Bauer halt etwas schneller und ich konnte ihn leider nicht schlagen. Habe mich dann mit der Kawasaki, mit Gwen Giovanni ein bisschen abgekämpft. Das hat in der Summe ein bisschen Zeit gekostet und somit konnte uns Martin dann ein bisschen entschwinden. Ja, wir haben jetzt 2, 3 kleine Änderungen vorgenommen fürs zweite Rennen und werden natürlich versuchen, nochmal alles dran zu setzen. Ich werde auf jeden Fall voll auf Sieg fahren. Das ist die einzigste Chance. Wir sind 22 Punkte hinten.
realistisch. Ich denke nicht, dass Martin Bauer jetzt sich auf einen Fehler hineinlässt. Ich denke, er wird sicher sein Rennen zu Ende fahren. Ja, also es müsste jetzt ein Wunder passieren. Wir von unserer Seite aus werden uns bestmöglich versuchen zu verkaufen. Und ja, das ist alles, was wir tun können. Wir werden für die Fans auf jeden Fall nochmal ein schönes Rennen liefern. Nina Prinz, im Rennverlauf teilweise bis auf Platz 4 vorgefahren, erreicht nach dem ersten Lauf Rang 7. Doch sie scheint zu spüren, dass an diesem Tag noch mehr für sie geht. Ja, natürlich die Fehler, wo ich jetzt im ersten Rennen gemacht habe, gerade bezüglich dem Start und der ersten Runde nicht zu machen. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen was rausholen. Ich weiß, wo die anderen jetzt langsamer oder schneller sind. Vielleicht kann ich mir da einen Vorteil davon verschaffen. Bis zum zweiten Rennen bleibt für die Fahrer genug Zeit, sich um die Fans mit Autogrammstunden und Renntaxifahrten zu kümmern. Nina Prinz erklärt uns ihr Arbeitsgerät. Also, hier steht mein schönes Superbike und im Prinzip ist es ein ganz normales, handelsübliches Motorrad, nur es sind halt schon ein paar Teile umgebaut. Ja, ein paar Teile ist gut, ein paar sehr teure Teile sind angebaut. Hier zum Beispiel sind so Fahrwerkssensoren, sind jetzt gerade auf der anderen Seite, aber da kann man auf jeden Fall gucken, wie das Fahrwerk arbeitet über die ganze Runde. Und da vorne habe ich so ein spezielles Desktop und hier ist der Drehzahlmesser. Und hier sind die Schaltblitze, dass ich weiß, wenn ich schalten muss, wenn alle an sind, dann muss ich schalten. Das Motorrad hat so rund 195 PS am Hinterrad und es ist schon ganz mächtig. Natürlich gibt's auch, oder haben wir hier andere Lenkerstummel, andere Fußrastenanlagen, dass das Motorrad ein bisschen höher kommt, dass mit dem Fußrasten, mit den normalen Serienfußrasten schreift man eigentlich am Boden, wenn man auf der Rennstrecke fährt. Und die sind halt ein bisschen höher auf jeden Fall und stabiler auch, dass wenn man mal stürzt, dass dann nicht gleich alles kaputt ist, dass man eventuell vielleicht noch weiterfahren kann. Und das Motorrad ist natürlich sehr auf Leichtigkeit getrimmt. Martin Bauer verrät, wie er sich auf das letzte Rennen vorbereitet, wie er mit dem Druck der Titelverteidigung umgeht. Ich würde mal sagen, wir machen das situationsabhängig, je nachdem wie der Start verläuft. Werden wir dann entscheiden, ob ich direkt vorne die Pace versuche mitzugehen oder ob ich auf sicherem Platz nach Hause fahre, weiß ich selber noch nicht. Man versucht sich eigentlich zu fokussieren, zu konzentrieren auf das, was man macht. Und ich kann mit dem Druck, der vom Meistertitel her rührt, jetzt eigentlich ganz gut umgehen. Es bereitet mir keine großen Probleme. Deswegen war das für mich ein Rennen eigentlich wie jedes andere und habe es auch gut über die Runden gebracht. Vor dem zweiten, alles entscheidenden Lauf zeigen die Stuntmänner Horst Hoffmann und Horst Schneider ihr Können auf dem Motorrad und dem Quad. Hoffmann, vierfacher deutscher Trialmeister, geht mit Begeisterung und Erfahrung an die Arbeit. Na gut, ganz ungefährlich ist es nicht. Das Motorrad 186 PS, 260 Kilo. Wenn die in die falsche Richtung kommen, kommt sie in die falsche Richtung. Aber dennoch habe ich ja klein angefangen mit kleinen Übungen und dann halt hoch auf die schwierigen Sachen. Und von daher hält es relativ in Grenzen. Heute zum ersten Mal mit dem großen Motorrad. Vorher hatte ich die Suzuki Bandit. Die hat 110 PS, wiegt 230 Kilo, ist eine ganze Stufe handlicher. Wir werden es sehen heute. Mit zahlreichen Wheelies und Burnouts erntet das sympathische Duo den anerkennenden Beifall der Zuschauer. Nach der Showtime kommt es endlich zu dem lang erwarteten Showdown. Martin Bauer gegen Jörg Teuchert, Honda gegen Yamaha Power. Nach einem guten Start setzt sich Teuchert, Bauer und Schiabani mit der Startnummer 40 von dem Rest des Feldes ab. Jörg Teuchert sieht seine einzige Chance auf den Titel nun nur noch in der Flucht nach vorne. Doch der schnelle Franzose Schiabani gibt mit seiner grünen Kawasaki nicht nach und liefert sich das ganze Rennen über einen sehenswerten Zweikampf mit Teuchert.
Giabani kann so sogar wenige Runden vor Rennende an dem Yamaha-Fahrer vorbeiziehen und sichert sich seinen ersten Saisonsieg mit 400stel Vorsprung vor Jörg Teuchert. Martin Bauer, der Dritte, kann einen 3-Sekunden-Vorsprung zu seiner Verfolgergruppe herausfahren. Diese Platzierung hält er bis in das Ziel, wo er ausgiebig seinen zweiten Titel bei den Superbikes feiert. Bei der Siegerehrung lässt sich der sichtlich gelöste Meister von seinem Team und den Fans bejubeln. Die Vorgabe war, 3 Punkte noch zu schaffen oder zu erreichen. Und das funktioniert am besten, wenn du weit weg von jeglichem Geschehen arbeitest. Und das war eigentlich genauso, wie wir uns vorgestellt haben. Beim Start weg war ich bei der Gruppe vorne dabei, habe die dann ziehen lassen und habe versucht, mein eigenes Rennen zu fahren, weit weg von jedem anderen. Und es ist gut ausgegangen, der dritte Platz hat mehr als gereicht. Und ja, bin sehr glücklich, dass es dieses Jahr jetzt mal zu Ende gegangen ist. Während Bauer seiner Favoritenrolle gerecht wird, kann Nina Prinz zum Saisonende noch eine kleine Sensation verbuchen. Von dem 7. Platz gestartet, fährt sie in einem sehr starken Rennen bis auf den 5. Platz vor. Ja, ich hatte einen bombastischen Start. Ich war dann auf Anhieb gleich auf Platz 3. Nur, ja, die erste Runde war ganz okay. Und in der zweiten Runde habe ich dann ja, ein bisschen geschlafen. Und dann war wieder der Meklau vorbei. Meklau und ja, Knobloch, genau. Und dann musste ich mich wieder nach vorne kämpfen. Hat dann eine Weile gedauert. Und zum Schluss hing ich halt hinter Meklau. Den konnte ich leider nicht packen. Prinz beendet damit die Saison auf Rang 12. So war es nächstes Jahr weiter, oder? So war es nächstes Jahr besser. Okay. Ja, die Saison war für mich schon sehr großartig. Ich habe ein ganz tolles Team erwischt und habe tolles Material bekommen. Und die Platzierungen haben auch gepasst. Ich habe zwar einen und den anderen Sturz gehabt, aber es kommt halt leider mal vor. Ich habe eine tolle Saison gehabt und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann und wenn das alles so weiter funktioniert, können wir das vielleicht noch ein bisschen toppen. Auch Michael Schumacher demonstriert bei diesem Lauf noch einmal seine ganze Klasse. Nach einem hervorragenden Start schießt der Wahlschweizer von Rang 18 auf Platz 13 nach vorne. Leider kann er diese Position nicht halten und wird nach diesem Fahrfehler wieder auf Platz 18 durchgereicht. Trotz allem beweist Schumacher eindrucksvoll, mit was für einer Speed er schon mit geringer Motorraderfahrung fahren kann. Lassen wir uns überraschen, was wir die nächste Saison von der Motorsportlegende erwarten dürfen.